Lebensmittel benötigen Schutz. Egal ob Erdbeeren, Kaffee oder Käse, Verpackungen bewahren das Aroma und schützen vor dem Verderben. Und diese Verpackungen müssen nun laut Gesetz zu über 50% recycelt werden. Eine große technologische Herausforderung für alle Verpackungshersteller. Wissenschaftler des Fraunhofer IVV in Freising entwickeln recyclingfähige Folien und optimieren diese für die Produzenten von Polymeren als auch für die Hersteller von Verpackungen. Dafür simulieren sie in einem eigenen Rechenzentrum die Haltbarkeit von Lebensmitteln. Sie nutzen dabei recherchierte Informationen und Daten aus dem eigenen Labor. Wie zum Beispiel über den Verlauf der Kohlendioxidkonzentration in der Verpackung. Auf Grundlage dieser Daten erstellen die Fraunhofer Wissenschaftler eine sogenannte Haltbarkeits- bzw. Shelf-Life-Simulation. Mit dieser können sie genau prognostizieren, welche technischen Eigenschaften eine Verpackung haben muss, damit zum Beispiel Kaffee sein Aroma behält. Wir können mit der Shelf-Life-Simulation die Haltbarkeit von Lebensmitteln vorhersagen und damit Materialien verwenden, die sich gut recyceln lassen und besser recyceln lassen als die Materialien, die es bisher gibt. Und diese theoretisch ermittelten Materialien können in einem eigenen Technikum sofort produziert werden. Mithilfe von mehreren Extrudern stellen die Fraunhofer Wissenschaftler aus recyclingfähigen Polymeren eine mehrschichtige Folie her. Bei ca. 200 Grad Celsius läuft die Folie aus der Maschine und wird anschließend über Rollen gelenkt. Das Problem? Recyclingfähige Polymere bieten zum Teil nicht den gleichen Schutz wie konventionelle Materialien. Bisher verwendete Folien verfügen über mehrere Schichten. Diese Schichten sorgen für mechanische Festigkeit und verhindern zum Beispiel das Eintreten von Wasserdampf und Sauerstoff. Die Shelf-Life-Simulation hat gezeigt, dass hier weniger Schichten genügen, um Lebensmitteln ausreichend Schutz zu bieten. Darüber hinaus können recyclingfähige Polymere verwendet werden. Die Wissenschaftler des Fraunhofer IVV überprüfen die Wirksamkeit dieser neuen Verpackung sofort in der Praxis. Dafür füllen sie Kaffeebohnen in die neue Verpackung und versiegeln sie. In eigenen Klimakammern testen die Wissenschaftler dann den Transport und die Lagerung unter realen Bedingungen. Dabei kann die Gaszusammensetzung in der neuen Packung jederzeit analysiert werden. Das Ergebnis ist hier eindeutig. Kein Eindringen von Sauerstoff und somit auch kein Verlust von Aroma. Die ermittelten Daten werden sofort an das Rechenzentrum weitergeleitet. Mit Hilfe dieser Testdaten optimieren die Wissenschaftler ihre Algorithmen und mathematischen Modelle. So erhalten Produzenten von Kunststoffen und Hersteller von Verpackungen weitere detaillierte Informationen. Wir bieten Polymerherstellern, Verpackungsherstellern und Lebensmittelherstellern eine Verbesserung ihrer Verpackungsmaterialien unter Anwendung unserer ständig optimierten Algorithmen an. Aufgrund der Simulationen der Fraunhofer Wissenschaftler können Hersteller von Verpackungen optimierte und recyclingfähige Materialien verwenden. Und diese schützen unsere Lebensmittel.